So, fährt er da heute. 19 Uhr. Ich, da waren wir ausnahmsweise mal nicht saufen, damit wir heute auch mal das Frühstück mitkriegen. Gucken wir uns das mal an. Und außerdem weiß ich auch nicht, was mit meiner Woche passiert ist. Ich war gestern Abend duschen, bin eingeschlafen, jetzt sehe ich so aus. Es gefällt mir. Hunger, Hunger, wir haben Hunger. Thank you. Guten. So, noch ein Kaffee. Und dann wird heute mal der Lockere gemacht. Chille Mille. Gar nichts machen. Am Pool chillen. Was geht? Water gekauft. Jetzt geht's wieder ins Bett. Viel zu früh. Das Zeug knallt richtig. Nee, Quatsch. Das sind doch nur pflanzliche Sachen drin. Glaub ich. So. Powernap beendet. Und ja, sind wir gespannt, was da so bringen wird. Bist du selbst schon mit? Aber irgendwas passiert eigentlich immer. Also wird schon. Zieht euch den rein. Da heute lockere gemacht gehabt, gehe ich jetzt einfach mal Geld wechseln und probiere mal das Gimbal zum ersten Mal aus. Check it out! Krass, ey. Obwohl es jetzt der vierte Tag hier ist, in Bangkok, und wir sind eigentlich die ganze Zeit im selben Viertel, also, ja, ich sag mal so 8 Straßen, in denen wir uns die ganze Zeit bewegen, bis auf die Tempelgäste, sieht man trotzdem alle paar Meter irgendwas, was man vorher noch nie gesehen hat. Überall Essen. Überall. Links, rechts. Rechts, links. Das ist vor allem Essen, das man noch nie gesehen hat. Wobei ich von vielen auch einfach die Finger lasse. Hier Fisch. Hab ich letztes Jahr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Muss man nicht alles mitholen. Aber so behindert es sich anhört, hier ist eigentlich noch alles relativ teuer. Wir waren gestern, weil, also hier ist halt einfach Touristengegend. Gestern waren wir mal ein bisschen abseits von der großen Tempel. Sind wir so eine halbe Stunde einfach mal zu Fuß rumgegangen und dann sind wir auf den Markt gekommen. Hi, Jack. Knapp und knapp. Das war thailändisch, ja. Hat Nein, danke geheißen. Der erste Wörter, die ich kenne. Ja, aber das vergleichsweise hat man gestern dann auf dem Foodmarkt für 3 Frühlingsrolle 10 Bar gezahlt, was ungefähr ein bisschen weniger wie 30 Cent sind. Und hier bezahlt man 90 Baht. Ist halt schon ein Unterschied. Und morgen geht's nach Chiang Mai. Und das soll noch ein gutes Stück günstiger sein. Ist aber die Klapp. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Ja, aber jetzt muss ich wirklich mal noch eine Bank suchen gehen. Dass ich mal noch mehr Essen kaufen kann. Und es würde mir auch zunehmend mehr egal, einfach mal durch die Straße gehen und mit sich selbst schwätzen. Was immer noch ein bisschen komisch ist, aber ich gewöhne mich langsam dran. Und ja, je normaler es wird, desto besser finde ich es eigentlich auch. Aber jetzt wird es auch mal Zeit, das zu machen, warum ich eigentlich dahergekommen bin oder losgegangen bin, nämlich um Geld zu wechseln. Kap und Kap. Oh, it's far. I heard about Pai. Hi, it's far more. Far more than Chiang Mai.
But it's nice too. Nice too. Nice too. Big mountain in Thai, you can see the long neck. Ah, and yes, the it's Wimbledon. It's a Mahab Jungle elephant. Elephant training. Big mountain in Chiang Mai, you know, Doi Phnom Temple, about 8,000 meters, and that's really cool. Die Leute sind dann einfach ultra freundlich. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, Thai zu sprechen. Ich kann, oh, was ist das? Ich kann jetzt ja, halt nur guten Tag und nein, danke sagen. Aber es reicht schon. Dann sind die ultra freundlich und Thai im Sache, wolle kein Geld. Das ist schon cool. Das ist anscheinend wichtig, dass man sich für ihre Kultur ein bisschen interessiert. Was ach, komisches. Ich laufe ohne den Martin rum und ich merke, dass ich mir gar keine Wäsche merken kann. Dafür ist normal der Martin zuständig. Aber dank meinem Video an Halloween erkenne ich das hier noch. Das hat nämlich komplett vollgestanden mit Leuten. Und von da aus müsste ich jetzt eigentlich nochmal heimfinden. Mystisch. Timelapse. So, Alter. Heute aber im Okay-Wasser. Weil heute ist Samstag. Heute ist Poolparty.